Ich habe von Gott nie genug gehabt. Er ist einfach der Schönste, der Beste. Der, der mich nie im Stich gelassen hat. Er hat mein Leben von 0 auf 100 verändert. Einer, der auf der Straße war, der alles Mögliche gemacht hat, erlebt hat, hat gesehen, dass das Leben keinen Sinn macht ohne ihn. Ich kann beim Vorbereiten von diesem Thema, und zwar ist es nicht das Thema, das du gesagt hast, sondern brauche ich den Heiligen Geist, heißt das Thema. Warum brauche ich den Heiligen Geist? Also ich habe das Thema übergekommen, habe es ausgewählt, von 3 Themen. Heiliger Geist ist sowieso mein Thema. Schweizerdeutsch ist gut? Gut, okay. Gut, danke André. Ich hatte aber ein riesen Problem beim Vorbereiten. Und zwar, es hat gefühlt 1000 Bibelstellen, wo es um den Heiligen Geist geht. Um ihn, der der Schöpfer ist, der, der überall eigentlich gegenwärtig ist. Und es war so schwer, sich einfach in diesen 15 Minuten irgendwie zu bewegen und die Texte auszuwählen. Darum habe ich entschieden, dass ich einfach mal ein Teil aus dem Alten Testament ein bisschen erwähnen und nachher gehen wir schon fast ins Neue Testament, weil sonst bringe ich das nicht an, um das richtig überbringen, wieso dass wir ihn eigentlich brauchen. Wieso ist es wichtig, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und zwar im Genesis 1, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also der Geist Gottes, der ist überall dabei gewesen. Schon von Anfang an. Darum ist er auch, der glauben wir an den dreifaltigen Gott. An Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Er ist eins in 3 Persönlichkeiten. Und das ist, der Heilige Geist ist eigentlich überall dabei. Egal, wo wir in der Bibel schauen, der Heilige Geist ist der, der etwas Neues bewirkt. Durch ihn wird irgendwie alles bewirkt und alles geschaffen. Er ist der Hauch, der Ruach, der Hauch vom Leben. Und irgendwie erlebt alles, wenn der Hauch kommt. Und Gott hat seinen Geist eingehaucht in den Mensch. Und dann ist der Mensch Mensch geworden. Und hat er können Sachen entscheiden, wo es zum Beispiel ein anderes Geschöpf, ein Tier, nicht kann. Und durch das sind wir auch Gott ähnlich. Also wir haben eine Persönlichkeit, eine Gottesähnlichkeit aufgrund vom Heiligen Geist. Nicht, weil wir etwas ganz Besonderes sind, sondern weil Gott eigentlich besonders ist in uns innen. Und wir sehen, dass genauso wie er über das Wasser geschwebt ist, das Taufgeschehen im Lukas, es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wohlgefallen gefunden, genau. Und es gibt noch eine zweite Bibelstelle, wo etwas Ähnliches erklärt, nur ist dort beschrieben, dass der Heilige Geist einfach, nachdem er aus dem Wasser gekommen ist, auf ihn runtergekommen ist. Da steht, dass Jesus noch gebetet hat. Wieso dass es wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist rufen und wieso dass es möglich ist, dass wir ihn rufen und dass er kommt, das zeige ich euch nachher. Im Neuen Testament gibt es ganz viele Orte, wo Jünger sich zusammen getroffen haben, sie empfetet und der Heilige Geist ist gekommen. Er hat sich runtergelassen. Aber jetzt stellt sich wieder die Frage, wieso brauchen wir ihn? Wieso können wir nicht ohne ihn? Wieso können wir nicht einfach so leben? Einfach unsere Gebete verrichten und das war es. In der Bibel steht ganz klar, dass niemand sagen kann, dass Jesus Christus der Herr ist, außer er hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt nämlich das durch ihn. Jesus Christus ist der Herr. Und Jesus selber sagt für den Heiligen Geist, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich es, es würde schon brennen. In der Zeit, als er mit den Jüngern unterwegs war, kann ich mir doch vorstellen, er hat Wunder und Zeichen da und die Jünger sind mit ihm unterwegs und sie haben alles gesehen. Alles. Und er sagt, ich wäre so froh, dass der Heilige Geist jetzt schon da wäre. Aber der Punkt war, er musste noch einen Auftrag erfüllen, alle Schuld auf sich nehmen und dann zum Vater erst gehen.
Und im späteren Textverlauf sehen wir dann, warum dass der Heilige Geist nachher gekommen ist. Oder wieso, dass Jesus hat zuerst gehen musste und dass er gekommen ist. Der Punkt ist der, wenn Jesus sagt, in der Zeit, wo er dort war, dass er froh wäre, dass der Heilige Geist schon da wäre, das hat eigentlich eine riesige Bedeutung für uns. Es hat Bedeutung, dass der Geist wichtig ist für mich und dich. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe vor 8 Jahren etwa Gott kennengelernt als ein persönlicher Gott, nicht einer, der weit ist. Und durch den Heiligen Geist ist das passiert. In einer charismatischen Bewegung. Und es hat mich so berührt, dass Gott nahe ist und nicht weit ist. Und bis ich nicht dann gecheckt habe, okay, ich muss anfangen, mit dem Geist zu arbeiten. Ein nächster Bibelvers ist Johannes 16. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Die Jünger haben dann noch nicht gecheckt, wieso das gut ist, dass er geht. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. So, also ein riesen Abschnitt. Eigentlich müssen wir jetzt über das in 2 Stunden Referat halten. Was hat er da eigentlich wollen sagen? Der wichtigste Punkt ist das. Er sagt, er hat noch vieles uns zu sagen, aber er kann das nicht. Aber es wird jemand kommen, der uns das wird sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, jeder von euch liest die Bibel regelmäßig. Ich habe die Bibel erst vor 8 Jahren angefangen. Vorher war sie für mich unwichtig. Ich bin in die Kirche gegangen, jeden Sonntag, so als Traditionalist, aufgewachsen, so in der Familie. Und dann aber, als ich sie in die Hand genommen habe, habe ich angefangen zu lesen. Und dann lese ich, okay, da kommt Jesus mit einem Gleichnis und sagt, okay, das ist das Königreich von Gott und das ist, dann hat das mit den Münzen und so weiter. Es hat so viel Gleichnis, was er erzählt. Und jedes Mal nach dem Gleichnis nimmt er noch die Jünger und sagt, ha, jetzt muss ich das euch auch noch erklären, checkt ihr das nicht. Wieso versteht ihr das nicht? Und ich habe die Bibel gelesen und ich lese sie und für mich war eigentlich klar, was er wollte sagen. Dann habe ich gedacht, wieso ist das für mich klar? Und für die Jünger, die eigentlich mit ihm sind und das alles gesehen haben, ist es nicht klar gewesen. Und eins ist ganz klar zum Hervorruf gekommen. Ohne den Heiligen Geist kann man das Wort von Jesus Christus, kann man das Wort von Gott gar nicht auslegen. Es ist nicht möglich, nur auf wissenschaftlicher Basis das zu studieren. Wir lesen es wie ein Buch und that's it. Wir brauchen den Heiligen Geist, um sein Wort zu verstehen. Um das zu verstehen, was er uns sagt. Darum laufen ganz viele Leute immer noch so blindlings rum, weil sie den Geist Gottes gar nicht eingeladen haben. Ich studiere Theologie, hat er vorher gesagt. Es ist für mich nicht unbedingt einfach zu studieren. Wenn ich höre, was für Thesen da aufgestellt werden, wieso wissenschaftlich erklärbar ist, dass Wunder geschehen sind und so weiter, wo ich einfach kann glauben, dass Gott der ist, der die Wunder macht, weil er allmächtig ist. Da braucht es keine Erklärung. Für mich braucht es nicht weitere Erklärungen. Für gewisse Leute, ja, wir müssen das wissen. Und dann merkst du, okay, irgendwo verstehen wir die Schrift ein bisschen anders, wie eigentlich Christus uns das hat wollen zeigen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt. Das Thema ist, warum brauchst du den Heiligen Geist? Und wenn ich dir jetzt sage, dass du der Tempel vom Heiligen Geist bist. Ich hoffe, du verschrickst nicht. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst.
Ein harter Satz. Du gehörst nicht dir allein. Heute würden wir sagen, ja, du hast alle Recht, das ist mein Körper, ich darf machen, was ich will, das hören wir auch tausendmal. Aber wenn er Gott gehört und wenn Gott in dir wohnt, wie sollten wir uns verhalten gegenüber unserem Körper? Und nicht nur Gesundheit anschauend, sondern wie verhalte ich mich allgemein? Wie rede ich? Wie bin ich unterwegs? Tue ich Liebe verkünden oder tue ich verfluchen? Wie rede ich? Und dort wage ich mich zu sagen, sogar, welcher Geist redet aus mir? Ist es der Heilige Geist oder ist es ein böser Geist? Also bin ich das, wo so prägt ist, vom Guten oder vom Bösen, wo das ausspricht? Und darum meine Frage an dich: Bist du wirklich der Tempel, wo du sein sollst? Der Tempel vom Heiligen Geist, wo er sein Wirken tun kann. Schaut, wir als Katholiken, wir glauben, dass in der Eucharistie der Heilige Geist runterkommt, wenn der Priester die Wandlung macht. Und dann ist das Jesus Christus allein. Also der gleiche Geist, der in das Brot hineinkommt, ist in dir schon jetzt. Einfach mal das Bewusstsein, nochmal. Ich lade dich alle ein, vielleicht einmal die Augen zuzumachen. Also kannst du dir vorstellen, dass der grosse Gott der Ruach geschickt hat, der Geist, der über allen Wasser war, alles geschaffen hat, von A bis Z, die ganze Welt und auch dich, dass der grosse Gott in dir wohnt. Er wohnt in deinem Herz. Und das ist eine Wahrheit. Das ist nicht nur ein Floskel, den wir aussagen, sondern es ist eine Wahrheit, die da steht. Okay, wenn ich den Heiligen Geist schon habe, wieso benutze ich ihn nicht? Wieso rede ich nicht mit ihm? Gott ist fern, sagen wir. Er ist nicht fern, sagt die Bibel. Jesus sagt, er ist näher. Er sagt, er ist näher, ich muss sogar gehen, damit ich ihn kann schicken kann. Die dritte göttliche Persönlichkeit ist gekommen, wenn er gegangen ist. Er ist gegangen, damit wir den Beistand haben. Der, der uns hilft, der, der bei uns steht. Er ist gegangen, damit wir ein Leben im Segen führen können. Er ist gegangen, damit wir auf Hilfe hoffen von der Seite. Dass wir hoffen auf jemanden, der zu uns spricht, wenn wir in Not sind. An anderer Stelle in der Bibel steht, ihr müsst euch nicht sorgen, was ihr werdet sagen vor anderen Leuten. Der Heilige Geist wird durch euch reden. Er wird euch die richtigen Worte sagen. Es gibt so viele Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass der Heilige Geist wichtig ist. Und wenn wir über die Mutter Gottes reden, über die Maria, erfüllt vom Heiligen Geist. Maria hat alle Gaben vom Heiligen Geist, die es gibt. Alle Gaben, die aufgezählt werden. Alle Früchte. Warum sollten wir nicht mit dem Heiligen Geist arbeiten? Und ich lade dich wirklich ein, dass du, wenn du die Bibel nächstes Mal liest, dass du sie aufmachst und sagst, okay, du, wo in mir wohnst, Heiliger Geist, vielleicht zweifelst und sagst, ich zweifle, dass es dich gibt, zeig dich mir. Und wenn du die Bibel aufmachst, sagst du, zeig mir, was da drinnen steht. Was willst du mir sagen? Und dann bleibt mal dort dran und dann lasst ihn mal wirken. Glaubt mir, die Bibel wird so anders sein. Sie wird so lebendig. Es ist nachher nicht mehr nur ein Geschichtchen. Wow, Jesus hat gute Werke vertan und es ist jemand gesund geworden. Wenn ich lese, dass er jemanden aus den Toten geweckt hat, dann geht bei mir ein Erdbeben los. In meinem Herz ist ein Tanz. Hey Leute, es ist jemand tot gewesen und er steht jetzt. Und genau das Gleiche in der Apostelgeschichte. Dass die Jünger all das gemacht haben. Und Christus sagt, dass in der einen Seite auf jeden Mensch der Heilige Geist wird kommen. Und das sind unsere Zeiten. Der Heilige Geist ist auf uns. Wo sind die Zeichen und Wunder? Wir haben noch zwei Themen zu dem Vortrag. Eben, wie er sich ausgibt und wie das alles aussieht. Mit diesen Gaben. Darum habe ich mich ein bisschen für ihn brauchst. Frag dich heute, brauchst du ihn? Und frag dich, was kann ich dafür tun, dass er wirklich zu mir kommt? Weil wir können ihn rufen, wir können ihm sagen, komm, Heiliger Geist. Und er kommt, aber auch im Bewusstsein, er ist schon da.
Aber es ist nie genug von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe von Gott nie genug gehabt. Er ist einfach der Schönste, der Beste. Der, der mich nie im Stich gelassen hat. Er hat mein Leben von 0 auf 100 verändert. Einer, der auf der Straße war, der alles Mögliche gemacht hat, erlebt hat, hat gesehen, dass das Leben keinen Sinn macht ohne ihn. Weil es geht um die Ewigkeit. Mein Leben kann heute vorbeigehen. Heute Abend kann ich einschlafen, morgen ist es vorbei. Darum freue ich mich, dass wir zusammen hier unterwegs sind mit dem Heiligen Geist und dass wir eins sein können, weil der Heilige Geist steht für die Einheit, er steht für die Gemeinschaft. Und darum wollen wir ihn loben und preisen. Danke, Herr, für alles, was du neu machst. Ich bitte dich, dass du kommst mit dem Geist und uns alle segnest und führst und dass uns jetzt Gottesdienst feiern in einer Gemeinschaft. Und jeder, der dich noch nicht erlebt hat, dass du ihn heute persönlich berührst. Amen. Es ist so toll, dass du den Preach geschaut hast und wir hoffen natürlich, dass du ganz vieles auch mitnehmen kannst. Wir würden uns freuen, dass du nicht nur online das schaust, das darfst du natürlich ganz weiterhin, sondern wenn du einmal vorbeikommst bei uns live vor Ort hier in Dietikon, in der Kirche St. Josef, dass wir miteinander Lobpreis machen können und miteinander auch zusammen den Gottesdienst feiern können.